Hallo AFOPS und willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und heute möchte ich euch in ein Feenreich entführen, ins Traumland. Jawohl, Dreamland wird's genannt. Ist eine Serie von Fantasy und ich habe das größte Set der drei Teile, die wir hier haben, der drei Sets, mal aufgebaut. Was steht hier? Love Diary of Forest. Ja, also so sieht das Set aus. In der Verpackung aus von Fantasy. Sehr gute Teilequalität. Also für mich on par mit Dänemark. Sehr gute Teilequalität, sehr schöne Teile. Sehr bunt, sehr viele Pastelltöne. Ist halt auch so ein Feenthema. Und sehr kleine Bauschritte. Mit ein, zwei Einschränkungen. Deshalb absolut auch empfehlenswert für Kinder. Wir haben 746 Teile in insgesamt 6 Bauabschnitten, wobei der 6. Bauabschnitt nur die beiden Figuren sind, also 5 Bauabschnitte sind immer noch 150 Teile im Durchschnitt pro Bauabschnitt, das ist nichts. Also klasse zum Aufbauen in solchen Tüten. Ich habe hier einfach mal alle Tüten ineinander gesteckt, jeweils schön gelabelt, Bauschritt 1, 2, 3, 4, pro Bauschritt sind es 2, 3, 4 Tüten. Also einfach aufzubauen. Wir haben 2 Figuren dabei, die wie auch schon die Figuren aus dem Sherlock Holmes Set halten, andere Torsoform haben, die Köpfe sind, der Torso ist drehbar, die Köpfe sind auf so Kugelgelenken. Sie haben Wendegesichter, vorne und hinten im Gesicht und die sehen so ein bisschen wie Höhlenmenschen aus. Sehr schick. Und wir haben eine Katze. Die Katze mag ich nicht. Bin ich ehrlich, warum komme ich noch dazu? Auch mit einem schicken kleinen Print hier drauf. Gut in Ordnung. Die Katze stelle ich beiseite, denn die Katze, na, die gefällt mir an dem Set nicht. Bisschen verrückt, aber ich bin da ein bisschen speziell. Ich habe das Set an einer Stelle umgebaut. Laut Bauanleitung soll ich das so bauen. Aber ich mochte das hier nicht. Also habe ich mir gedacht, komm, dann geht es halt hier eins nach vorne. Warum nicht? Ja. Was haben wir hier? Jetzt kommen wir nämlich zu der Katze, auch zu den Maßstäben. Was haben wir hier? Wir haben hier unten irgendwie einen Baum, so mit Wurzelgeflecht, mit Ästen, okay. Mit einem kleinen Bachlauf, der hier seitlich so runterkommt, sehr schick konstruiert, gefällt mir. Wir haben hier oben aber auch eine riesengroße Blume. Hier oben drauf ist irgendwie so eine Art Blüte. Und wir haben einen riesengroßen Marienkäfer. Der Marienkäfer ist für mich das heimliche Highlight des Sets. Den muss ich euch gleich noch genauer zeigen. Aber großer Marienkäfer, große Blume heißt für mich jetzt, okay, das hier sind Feenwesen. Kleine, winzig kleine Feenwesen, so Tinkerbell-mäßig, ne? Eine kleine Fee. Okay, kleine Fee, wenn das ein Marienkäfer in Originalgröße ist, ist das eine winzig, winzig kleine Fee. Okay, das ergibt für mich einen gewissen Sinn. Dass jetzt hier kleine Blüten dabei sind und dass das hier aussieht wie ein großer Baum, passt jetzt vom Maßstab her wieder nicht ganz so zu dem Marienkäfer, aber geschenkt. Aber wenn das ein Marienkäfer in Originalgröße ist, was ist das dann für eine Katze? Ist das eine Feenkatze? Ja gut, kann sein. Wenn es Feen gibt, gibt es auch Feenkatzen, ne? Gut, in Ordnung. Geschenkt. Ist schick eingerichtet. Wir haben hier unten, es ist nicht modular, deswegen kann ich es euch nur so zeigen. Wir haben hier unten einen Tisch mit 2 Stühlen links und rechts und was drauf auf dem Tisch, 2 Bechern. Man kommt an das Stockwerk allerdings nicht wirklich ran. Das heißt, man kann hier mit den Figuren drin nicht so wirklich spielen. Man kann vielleicht eine hier vorne an den Balkon stellen, das geht. Aber hinten an den Tisch kommt man zum Spielen nicht so gut ran. Könnte man mit einer Handvoll Teile vielleicht umbauen, dass man das oben abnehmen kann. So wie es gebaut ist, ist es allerdings sehr stabil. Hier oben, das kann man von hinten besser sehen, haben wir ein Bett. Auch mit so einem Beistelltisch und einer Lampe daneben. Das ist ganz schick. Hinten auch so Vorhänge. Die kann man jetzt von vorne etwas besser sehen, diese pinken Vorhänge. Und oben drüber ist so eine Blüte, auf der der Marienkäfer sitzt. Okay. Und der Marienkäfer, habe ich ja schon gesagt, ist für mich das Highlight. Denn der ist total abgefahren gebaut. Mal gucken, ob ich den jetzt hier rauskriege. So. Wenn ihr nämlich hier schaut, das kann ich euch vielleicht mit der Anleitung besser zeigen. Sollte ich euch sowieso mal zeigen, gell? Ja.
als würde ich es, also wenn ich es beruflich machen würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Struktur hier reinbringen. So, hiermit geht's los und hier wird auf sehr abgefahrene Art und Weise der Kopf und der Rest des Rumpfs dran befestigt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es ist quasi um 45 Grad gedreht. Und hier wird dann der Kopf drauf gebaut. Und der Kopf ist wirklich, wirklich irre. Das finde ich echt klasse. Also der wird hier auf eine ganz seltsame Art und Weise gebaut. Das sind so zwei Hälften, die dann hier so im 45-Grad-Winkel dran gesetzt werden, sodass hier vorne noch eine Lücke bleibt zwischen den beiden Augen. Und die Lücke wird dann hiermit noch geschlossen. Weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber daraus ergibt sich dann, wenn man es mal so sich anguckt, diese 45-Grad-Winkel der Augen und diese wirklich, wirklich coole Kopfform. Das finde ich krass. Und der Rest hier hinten, ne, mit diesen Flügeln ist auch sehr schick. Die Flügel werden hier so gebaut, in so einem coolen Winkel durch diesen Motorradgriff oder Buggygriff und dann hier draufgesetzt. Übrigens, falls ihr euch fragt, das sind Prints. Ne? Das Set hat keine Sticker, nur Prints. Also das hier ist schick bedruckt, sehr schön. Die Augen natürlich auch und die Figuren. Ne? Die Figuren vorne, hinten, an der Seite. Also hier seitlich bedruckt, Torso, Beine bedruckt, hinten. Das so sollen Figuren aussehen. Wenn bedruckt, dann richtig und überall. Und der kleine Kerl hier, den finde ich auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht genau, wie man die Fühler am besten ausrichtet. Und der sitzt halt hier auf so einer Achse drauf. Die wird hier vorne dann draufgesteckt. Und dann, ja, bewohnt der da oben diese Blüte. Ich kann es mir so vorstellen, als einer der Designer bei Fantasy den anderen gefragt hat, wie viele Pastelltöne sollen in das Set rein, antwortete der andere, ja. Es sind also quasi alle dabei, also Lavender, Medium Lavender, wie sie alle heißen, Bright Pink, Dark Purple ist, glaube ich, auch irgendwo, ja, hier unten natürlich, ist alles da. Dark Blue hier, diese diversen Trans-Töne, Trans-Violet ist das, Trans-Yellow, Trans-Dark Pink, es ist alles da. Das muss man mögen, es gibt aber auch Leute, die mögen das und für die ist dieses Set. Und es ist ja eins von drei. Ne? Ich halte mal die anderen beiden hier gerade noch dazu. Auch die haben kleine Bauschritte. Die Bauschritte sieht man hier schön auf der Rückseite. Auch die haben Figuren dabei. Auch die haben sehr große Tiere dabei. Also hier so eine Brickbuild-Biene oder Hummel. Und hier ein Schmetterling. Finde ich als Serie sehr süß. Erinnert mich ein bisschen an die Lego Elf-Sets, die es vor diversen Jahren mal gab. Meine jüngere Tochter hat die damals quasi gesammelt, wollte sie alle haben, hat damit viel gespielt. Ich finde sie cool. Ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Bauen. Das Bauen war sehr kurzweilig und wie gesagt auch mit ein, zwei Abstrichen sehr simpel, weil die Bauabschnitte so klein waren. Immer nur wenig Teile pro Bauabschnitt. Etwas komplizierter wurde es bei ihm hier, bei dem Marienkäfer. Da muss vielleicht, wenn es von einem Kind gebaut wird, Mama, Papa, Schwester, Bruder, Onkel, Tante mal helfen. Ansonsten hat eigentlich alles gut geklappt. Und wie gesagt, bauen ging schnell, hat Spaß gemacht. Und wenn das ein Kind aufbaut, dabei vielleicht Tinkerbell gucken oder so, das ist wahrscheinlich sehr toll zur Untermalung. Das ist unser Baumhaus im Traumland von Fantasy, die Nummer 15005, 746 Teile, zwei Minifiguren für 49,95 Euro. Abmessungen 17 cm breit, 15 cm tief, 25 cm hoch. Bei der Baukomplexität kann ich mich nicht zwischen für größere Kinder und entspanntes Bauen entscheiden. Liegt so ein bisschen dazwischen. Also wie gesagt, wenn ihr das einem sechsjährigen Kind gebt und dann das Haus verlasst, für drei Stunden weg seid, kann es sein, dass das Kind zwischendurch frustriert wird, weil es an einer Stelle mal Hilfe braucht. Aber das meiste ist wirklich simpel aufzubauen. Ja, Fantasy ist eine interessante Marke, ist aber auch eine Marke, die für chinesische Verhältnisse hochpreisig ist. Diese drei Sets hier,
Genauso wie das Set hier mit 6 Figuren. Das ist irgendeine, ich glaube, aus einer Anime-Serie oder so, dieses My Own Swordsman geboren, lizenziertes Set. Und der tolle Fernseher, den ihr schon gesehen habt, die haben wir bei Fantasy bestellen können, weil sie uns rabattiert angeboten wurden. Das heißt, wenn ihr euch für diese Sets interessiert, schlagt zu, solange sie da sind. Wir bekommen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich vermute auch, dass das Auslaufartikel bei denen sind und wir diese deshalb etwas günstiger bekommen haben. Ein weiteres Fantasy-Set haben wir schon etwas länger. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Und meine dringende Kaufempfehlung gilt weiter. Das ist 221B Baker Street. Ein von der Arthur Conan Doyle Foundation oder Estate, oder wie es heißt, lizenziertes Set zu Sherlock Holmes. Mit Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mrs. Hudson und James Moriarty als Minifiguren. Herrlich. Wirklich, wirklich herrlich. Auch das sind, glaube ich, alles Prints. Teilqualität, super Bautechniken, klasse, ein wunderschönes Set. Falls ihr das noch nicht habt, es ist gerade wieder vorrätig, holt's euch. Also, das ist einfach geil. Ich mag dieses Set sehr. Und ich bin auch ein Fan von so verspielten Feensets mit so einer großen Blume. Das ist nice. Also, wenn meine Töchter nicht mittlerweile etwas zu alt für sowas wären, das würde definitiv mindestens der Jüngeren sehr gefallen. Ja, und für heute war es dann aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Feenkatzen anscheinend auch nicht. Demnächst gibt es noch mehr, zumindest Noppensteine. Ich würde sagen, viel Spaß beim Bauen. Eine Rutsche, auch nicht schlecht. Und hier hat jemand aus dem Käfig gerettet. Aber gleich Spielideen.